Herzlich willkommen zur Frage des Tages. Heute haben wir die Münsteraner gefragt, Einweg oder Mehrweg? Mehrweg. Und warum? Ja, warum? Also, weil irgendwie auf der ganzen Welt schon längst mehr als genug Müll ist. Ne? Und ich finde, das ist eine Verantwortung einfach. Eigentlich Mehrweg, aber natürlich praktischer für einen selber Einweg. Einweg oder Mehrwegflaschen? Gar keine Flaschen. Mehrwegflasche. Und warum? Weil es umweltfreundlicher ist. Einweg. Weil? Ja, diese Mehrwegflasche ist einfach nur unnötige Kosten für uns. Das wird hier überall draufgeschlagen und dazu. Man hat zu Hause liegen, der ganze Raum sitzt voll. Oder was sagst du dazu? Mehrweg. Wir kaufen immer Glas. Weil erstens ist es, es soll gesünder sein, weil aus den Plastikflaschen löst sich zum Teil doch nach einer Zeit was. In das Wasser rein oder was auch immer man kauft. Und ich finde es auch einfach, ich glaube, es ist umweltfreundlich, aber da bin ich mir jetzt nicht sicher. Das ist meine subjektive Meinung. Da müsst ihr erst noch nachgucken. Richard, ein Mehrweg. Beides. Je nachdem, was die Situation erfordert und Präferenz ökologisch Mehrwegflaschen, aber manchmal geht es eben nicht ohne Einwegflaschen. Im Urlaub oder so, manchmal ist das eben so eine Lösung. Mehrweg. Weil? Weil ich der Umwelt was Gutes tun will. Mehrwegflaschen. Weil? Ja, ist gut für Umwelt. Weder noch das Einzige an Getränken ist eine Milchtüte. Einwegflaschen. Wir nehmen an der Stadtführung teil. Mehrwegflaschen. Mehrwegflaschen? Mehrwegflaschen. Einwegflaschen. Warum? Weil man da immer, wenn man sie zurückgibt, 15 Cent wieder bekommt und sonst nur 8. Nee, das sind 25. Das sind die Mehrwegflaschen, Sweetie. Richtig. Also beide Mehrwegflaschen, das wäre auch mein Grund für Mehrwegflaschen gewesen. Also ich glaube mal den Politikern, dass ich dadurch Energie sparen kann, aber ich weiß es ganz ehrlich nicht. Eine Frage, Einweg oder Mehrwegflaschen? Mehrweg, immer Mehrweg. Weil? Was einfach besser ist für die Umwelt. Was ist das? Mehrweg, I guess. Mehrweg. Weil ich umwelttechnisch besser finde und einfach keine Lust habe, immer alles zum Mülleimer zu bringen. Im Allgemeinen lässt sich also sagen, die Münsteraner sind schon irgendwie umweltbewusst. Das war's für heute mit der Frage des Tages. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.